Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus und Newcastle United. Heute geht es gegen Inter Mailand und natürlich auch gegen Watford in der Liga. Das heißt, das waren interessante Spiele und wir wollen direkt reingehen ins Erste. Das war natürlich wieder viel zu schnell, deswegen nochmal ganz von vorne. Servus YouTube und herzlich willkommen. Jetzt wisst ihr endlich mal, was ich hier sage, für die, die das nicht wissen. Wir spielen also heute gegen Inter Mailand und gegen den FC Watford. Das heißt, zwei sehr interessante Spiele. In der Champions League sind wir quasi schon weiter, also wir sind schon sicher weiter, aber trotzdem, theoretisch mit zwei Niederlagen könnten wir noch auf Tabellenplatz 2 rutschen und wir wollen natürlich Erster bleiben und deswegen, naja, wollen wir heute gegen Inter gewinnen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir springen gleich rein in die Partie. Zunächst einmal machen wir die Aufstellung und ich muss sagen, die sieht, auch wenn wir nicht mit der A-Besetzung spielen, relativ stark aus. Wir spielen mit Ibrahimovic in der Sturmspitze, dass das nicht unsere A-Besetzung ist, sagt schon einiges über uns aus. Wir spielen unter anderem mit Thauvin auf der linken Seite mal wieder, Cabella geht raus, Nightingale kommt dafür rein und Oxlade-Chamberlain spielt auf der rechten Seite. Defensiv, da stellen wir da mal wieder Inigo Martinez hin, das heißt, der wird wieder Rechtsverteidiger spielen, ist ja groß und schnell genug auf jeden Fall. Dementsprechend wird das schon funktionieren. Übrigens wird sich Levin Kurzawa nach dem nächsten Spiel beschweren, dass der nicht genug Spielpraxis bekommt. Es gibt einige Bildfehler in dieser Episode, das tut mir leid, das sieht man nicht so ganz genau. Wäre natürlich klug gewesen, ihn für Mendy spielen zu lassen. Ich habe es vergessen. Damit gehen wir trotzdem so in die Partie. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung gegen Inter Mailand, die übrigens richtig fighten müssen, um noch weiterzukommen. Dementsprechend müssen sie gewinnen. Wir dürfen nicht verlieren. Das ist unser Motto. Bis gleich. Alles oder nichts für Inter Mailand im heimischen San Siro gegen den Vorjahresfinalisten Newcastle United, Tabellenführer der aktuellen Gruppenphase der Champions League. Nur noch minimale Chancen für die Mailänder überhaupt in die nächste Phase der Champions League einzuziehen. Momentan auf Tabellenplatz 3 stehen 4 Punkte Rückstand, 2 Spieltage vor Ende der Vorrunde gegen Paris Saint-Germain. Das heißt überhaupt nur noch theoretische Chancen. Das Minimalziel war die Europa League Qualifikation. Dementsprechend muss man auf Tabellenplatz 3 landen und mit einem Sieg hätte man, wenn zeitgleich Anderlecht gegen Paris gewinnen würde, noch die Chance auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale. Allerdings das natürlich sehr, sehr schwer, denn Newcastle wollte sich nicht lumpen lassen. Die mussten mal wieder gewinnen, in den letzten Spielen noch ein bisschen nachgelassen, gegen kleinere Teams größere Probleme gehabt und heute sollte das unter der Leitung quasi von Zlatan Ibrahimovic wieder ein bisschen anders werden. Der Schwede heute in der Startelf und als Kapitän auf dem Platz neben Asmir Begovic, bei Inter im Tor Handanovic, Vidic als Kapitän, Ranocchia und Jesus in der Defensive, Dreierkette, wie bei Italienern üblich, davor Gary Medel als Abräumer, der Pitbull im zentraldefensiven Mittelfeld, Hernanes, Guarin, Jonathan, Nagatomo im Mittelfeld und vorne in der Sturmspitze Ricky Alvarez und Mauro Icardi, die dafür Gefahr sorgen sollten, beziehungsweise die wichtigen Tore natürlich schießen sollten. Auf der anderen Seite sollte das Begovic verhindern. Daneben dann Martinez, Sané, Laporte und Mendy. Martinez wieder als Rechtsverteidiger aufgeboten. Auf der 6 Lennart Ajetay-Sippel nach Ewigkeit mal wieder mit da von der Partie. Rechtes Mittelfeld Chamberlain, linkes Mittelfeld Thauvin. Zentraloffensiv der junge Nightingale, Remy und Ibrahimovic in der Sturmspitze. Vidic, der 36-jährige Innenverteidiger der Serbe, der Kapitän der Mailänder, hatte vor dem Spiel gesagt, es würde schwer werden, gegen seinen ehemaligen Kollegen Zlatan Ibrahimovic irgendwas auszurichten, aber sie wollten das natürlich trotzdem versuchen, denn sie wollten alles geben und alles versuchen, um irgendwie im heimischen Stadion, das ja so wunderschön aussieht, wie wir aus der Luftansicht sehen, ja, quasi in die nächste Runde einziehen können. Dietmar Schönlebe pfiff die Partie an und er sah direkt mal, ja, wie Inter Mailand nach vorne spielte, über Freddy Guarin, der erste Abschluss der Partie nach knapp 10 Minuten. Newcastle braucht ein bisschen, um in die Partie zu kommen, dann Loire Remy macht das gut auf Callum Nightingale, der setzt sich klasse durch gegen Jesus, zu uneigennützig auf Ibrahimovic und der Schwede vergibt die größte Chance der Anfangsphase. Riesending, was er da liegen lässt gegen Asmir Handanovic. Nächste Chance auf Seiten von Inter Mailand. Medel mit dem Ball auf Hernanes und der Brasilianer zieht mal ab, weit am Tor vorbei. Kein Problem dafür, Begovic nämlich, er muss nicht eingreifen. Das Ding war, es war ein sehr interessantes Spiel. Es ging hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Newcastle kam dann wieder mal nach vorne bei den starken Sippel, der mit dem Pass in den Lauf von Loire Remy normalerweise kalt schneut sich der Franzose momentan mit einer kleinen Ladehemmung. Er trifft nicht mehr so häufig wie zuvor. Scheitert hier am Außenpfosten, dementsprechend weiterhin 0:0. Das ärgert ihn natürlich selber, aber da kann man nichts gegen machen. Inter war jetzt stärker und Newcastle konterte plötzlich über Ibrahimovic, der macht das klasse, setzt sich durch gegen Medel, setzt sich nochmal durch gegen Medel, dann der Pass auf Oxlade-Chamberlain, der sich durchsetzt gegen Jesus, die Grätsche ist ihm egal, er geht vorbei, Handanovic, 1:0, Newcastle United, 39. Minute, die Führung nicht ganz verdient, aber auf jeden Fall interessant jetzt für Inter Mailand und natürlich Newcastle im, ja, Rausch des Sieges, könnte man sagen. Denn Chamberlain macht hier das 1:0, sein erstes Tor im laufenden Wettbewerb und damit wäre man quasi durch als Gruppenerster, was wunderbar wäre. Allerdings wollte Inter natürlich antworten, Nagatomo mit einem schönen Versuch der Japaner setzt den Ball am Tor vorbei. Sie mussten trotzdem jetzt kommen, Halbzeit dann im San Siro und es momentan sah es so aus, als ob Inter aus der Champions League rausfliegen sollte, denn sie brauchten 2 Tore mindestens, beziehungsweise eigentlich noch mehr wegen dem Torverhältnis, um hier irgendwie noch was zu reißen. Oxlade-Chamberlain bisher der den Unterschied gemacht hat in der zweiten Halbzeit, dann aber
Mal bei Inter weiter nach vorne über Jonathan. Der setzt sich klasse durch gegen eben diesen Oxlade-Chamberlain. Der Ball kommt zu Medel und Alvarez und Icardi versucht es mal aus dem Rückraum. Schöner Schuss vom Argentinier, geht aber am Tor von Handanovic, von Begovic natürlich vorbei. Dementsprechend weiterhin, ja, 0-1 aus Sicht von Inter. Dann klasse Ballmitnahme wieder von Jonathan, zu uneigennützig abgelegt auf Alvarez und Begovic ist da. Wunderbare Parade von Bosnia, weiterhin 1-0. Szene noch nicht vorbei, Guarin legt den Ball nochmal in den Rückraum auf Gary Medel, der nochmal mit der Flanke in die Mitte, kommt zumindest gleich und da ist dann nochmal Alvarez mit dem Kopfball, das war aber kein Problem für Asmir Begovic. Nächste Szene, ja, wieder auf Seiten von Inter, die versuchten jetzt alles nach vorne, Guarin setzt sich außen mal durch gegen Mendy, spielt den Ball auf Nagatomo, Doppelpass, gerade so kein Abseits, Guarin versucht einfach mal, spitzer Winkel, drin das Ding, 1-1, 73. Minute, das ging natürlich auf die Kappe von Begovic, denn das Ding muss er auf jeden Fall haben, es rutscht ihm unter dem Arm durch, so darf das nicht passieren und dementsprechend hatte Inter jetzt wieder die Chance auf den Sieg, sie rochen, dass hier was möglich war und es war auch möglich, Jonathan kriegt hier den Ball, Doppelpass mit Nagatomo, wie schon so oft in dieser Partie, zieht einfach mal ab und der Pfosten rettet für Begovic. Ball klatscht ihm an den Rücken, aber nicht ins Tor. Kontergelegenheit dann für Newcastle, die sich quasi nur aus Verteidigen verlegten. Campbell mittlerweile eingewechselt für Remy auf Ibrahimovic. Der setzt sich durch gegen Juan Jesus, macht das klasse, ist aber zu uneigennützig. Will den Ball in die Gasse spielen für Campbell. Der ist zwar schnell, aber so schnell dann doch wieder nicht. Letzte Chance der Partie, dann aber nochmal auf Seiten von Newcastle. Dementsprechend nichts mehr in der Offensive von Inter. Nochmal Campbell setzt sich klasse durch gegen Vidic und dann nicht mit links, sondern mit dem Außenriss. Sonst hätte es hier wohl 2-1 gestanden. War im Endeffekt aber egal. Denn Newcastle United mit dem Unentschieden weiter, beziehungsweise ja doch schon sicher weiter und Inter Mailand ausgeschieden aus der, ja, Champions League. Die Gruppenphase ist einfach nichts für die Mailänder. Wie schon im letzten Jahr können sie sich hier nicht durchsetzen. Handanovic und Co., auch wenn sie eine starke Leistung von San Siro abrufen, können gegen Newcastle United nicht gewinnen. Ja, das war doch ganz ordentlich, würde ich sagen. 1-1 ist jetzt nicht das allerbeste Ergebnis, aber kann man auf jeden Fall noch gerade so mitnehmen. Marseille hat zeitgleich gegen Dortmund verloren und PSG hat gegen Anderlecht gewonnen. Dementsprechend wäre es sowieso egal gewesen, hätte Inter gewonnen. Aber sie wollten natürlich die theoretische Chance wahren, haben es nicht getan. Und wir spielen jetzt in der nächsten Partie gegen Watford in der Liga. Wir haben uns ja gegen Nottingham richtig schwer getan. Dementsprechend muss jetzt mal wieder ein Sieg her. Auch gegen Inter nur mit einem Unentschieden. Das geht so nicht weiter. Danach kommt der Pokal und dann müssen wir ja quasi schon gewinnen, weil Unentschieden geht da ja nicht. Und von daher müssen wir uns jetzt richtig schön reinhauen. Nationaltrainer-Offerte von Russland, sehr interessant, aber nehme ich natürlich nicht an. Sunic kriege ich als 25. Mal, zum 25. Mal als Vorschlag, aber den will ich natürlich auch nicht haben. Und Reus bedankt sich dafür, beziehungsweise möchte gerne spielen in der nächsten Partie und bedankt sich schon mal im Voraus, wenn das der Fall sein sollte, denn es wird natürlich der Fall sein. Ibrahimovic geht wieder raus, er spielt ja quasi nur in der Champions League eine Rolle, denn sonst haben wir halt unsere Sturmspitze Remy und Reus und die funktioniert auch wunderbar. Von daher ist das in der Situation einfach besser. Allgemein werden wir so ein bisschen umstellen. Young geht nämlich ins Mittelfeld, zusammen mit Oxlade-Chamberlain, das heißt, beide sind dabei. Das ist so ein bisschen überraschend für mich selber auch gewesen. Allerdings ist die Idee mir relativ spontan gekommen, als ich gesehen habe, dass die Form von beiden relativ hoch ist und die von Draxler und Pavon jetzt nicht so krass. Und ich denke mal, Oxlade-Chamberlain kann auch im linken Mittelfeld spielen, hat gerade ein Tor geschossen, von daher müsste das alles möglich sein. Und Niang, ja, rechter Flügel, rechtes Mittelfeld, macht das auch keinen großen Unterschied, spielt er ja sowieso immer. Nightingale kommt dann noch auf die Bank, glaube ich. Ich weiß nur noch nicht für wen, für Pavon anscheinend, oder? Ich weiß es nicht so wirklich. Vielleicht bleibt er auch unten. Aber ja, Sippel geht dann auch, glaube ich, noch raus. Also Chambers kommt auch noch in die Rechtsverteidigerposition, das ist ganz klar. Und ich glaube, Sippel geht auch noch raus. Und zwar für Barker. Der kriegt auch mal wieder seine Chance, sich zu beweisen. Die müssen ja sich langsam auch mal beweisen, um sie erstens zu entwickeln und zweitens zu präsentieren, damit wir die ausleihen können. Beziehungsweise damit ich sie auch für irgendwie 827 Millionen verkaufen kann. Ihr wisst ja, das 70 Millionen Angebot für Sippel gab es ja schon vor irgendwie einem Jahr oder so von Madrid. Und er hat sich weiterentwickelt. Dementsprechend können wir jetzt noch mehr verlangen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß in der Partie gegen Watford. Wir brauchen wieder 3 Punkte. Ja, bis gleich. Nach dem endgültigen Weiterkommen in der Champions League nun wieder Liga-Alltag für Newcastle United gegen Watford, gegen Sims and James's Park, dementsprechend gegen einen Aufsteiger, der natürlich ambitioniert war, beziehungsweise auch ja sehr ehrgeizig war, allerdings natürlich nicht ansatzweise die Qualität hatte, wie die Magpies. Wenn man sich die Aufstellung der Magpies mal ansah, Sané als Kapitän heute leitete seine Mannschaft auf dem Platz, normalerweise ja Laporte, aber die rotierten ja immer so ein bisschen, was auch ja den Teamgeist so ein bisschen hochhielt, das war ganz schön für Newcastle. Extrand unter anderem, ja, aufgeboten quasi bei Watford, sein Landsmann, stand nicht in der Startelf, bei Newcastle, Ibrahimovic nur auf der Bank, Begovic, Chambers, Sané, Laporte, Mendy, Barker auf der 6, Niang und Oxlade-Chamberlain auf den beiden Außenpositionen, Cabella, Reus und Remy in der Sturmspitze, das war die Aufstellung bei Newcastle und das, ja, Personal war natürlich deutlich namhafter als bei Watford, die aber, wie gesagt, über Ehrgeiz, über Kampf, über Disziplin und so weiter und so fort, über diese ganzen Tugenden, ja, sich quasi nach oben spielten, Dalo im Tor, der ehemalige Magpie, Paredes, Beckham, Extron und Jefferson in der Verteidigung, davor dann Murray und Bartolomeu
Giorgio auf der 6, Fabbrini, Castellani, Anja und Dini bildeten das offensive Quartett. Und das war natürlich extrem gefährlich an sich, denn man konnte sie quasi nur unterschätzen. Sie hatten nichts zu verlieren und so spielten sie auch. Waren in der Anfangsphase das bessere Team, kam über Anja, den Schotten, auf Bartoccio. Der macht das mit einem Doppelpass, nochmal mit Anja, macht das wunderbar. Und im Endeffekt der Kopfball von Dini abgewehrt von Martinez nach der ersten guten Parade von Begovic. Der erste Konter wurde dann auch gleich eingeleitet, denn darauf verlegte sich Newcastle so ein bisschen in der Anfangsphase. Remy kriegt den Ball von Cabella. Das ist lustig, weil die beiden quasi ja eine perfekte Symbiose haben mit dem Namen. Der eine heißt Remy Cabella, der andere heißt Loire-Remy. Allerdings macht Loire-Remy das dann sehr gut. Und Reus mit dem Abschluss ist nicht mehr so krass, denn da hat er keinen richtigen Druck mehr hinterbekommen. Watford war trotzdem das bessere Team. Bartoccio mit der nächsten Gelegenheit, die er einleitet. Fabbrini mit dem Schuss knapp am Tor vorbei. Newcastle hatte Glück, dass sie nicht 0:1 zurücklagen. Dini hier mit der nächsten Chance gegen Begovic und daraus wieder ein Konter für Newcastle über Oxlade-Chamberlain. War in der Startelf, weil er in der Champions League überzeugt hatte, der auch das Tor gemacht hatte gegen Inter Mailand. Hier mit dem doppelten Doppelpass mit Loire-Remy, der auf Reus, der das wieder klasse macht. Setzt den Ball nochmal weiter auf Cabella und der hat richtig Bock heute auf Fußball spielen. Versucht mit dem Schuss, wird abgefälscht. Allerdings bleibt es so beim 0:0. Trotzdem sah man dem an, der hatte richtig Lust, nach seiner Verletzung wieder richtig in Fahrt zu kommen. Und das sah man auch in der nächsten Situation. Niang mit dem Ball auf Cabella, der versucht aus 40 Metern. Der Pfosten rettet gerade so für Dalau. Das wäre natürlich ein Traumtor gewesen von Cabella und wunderbar für Newcastle. Aber so blieb es erstmal beim 0:0 kurz vor der Halbzeit. Ja, mehr oder weniger dann der Abpfiff. Es war 44 Minuten und 50 Sekunden halt das Spiel, als der Schiedsrichter diese Partie abpfiff. Ein bisschen merkwürdig, kurios, aber natürlich nicht so wild. Es ging weiter im zweiten Durchgang. Zunächst einmal mit Newcastle. Die kamen besser aus der Kabine, was überraschend war. Über Remy, der macht das da klasse. Setzt den Ball nach vorne auf Barker, der den klasse weiterspielt auf Niang. Und wie gesagt, Cabella hatte Bock auf Fußballspielen. Niang auf Remy, Cabella 1:0 Newcastle. 50. Spielminute, die Führung für die Magpies durch den ehemaligen Kapitän. Aber das kann man ja fast von jedem Spieler sagen. Wunderbarer Schuss, beziehungsweise vorher wunderbares Solo von Niang, der die Übersicht hat, auf den besser positionierten Cabella abspielt. Und der muss dann nur noch wenig machen, nur quasi den Fuß hinhalten. Und es steht 1:0 für Newcastle United. Die machten auch direkt weiter. Watford war so ein bisschen in Schockstarre. Der Ball von Niang in die Mitte gespielt. Reus ist da komplett ungedeckt. Aber es bleibt beim 1:0, weil Dalau mit einem guten Reflex da rettet. Dann kam wieder mal Watford nach vorne. Die spielten das an sich sehr gut. Fabbrini mit der Chance. Und es gibt den Elfmeter in der 66. Spielminute. Ungeschickt von Laporte in diesen Zweikampf. Kein 100%iger Elfmeter. Aber wenn wir auf die Zeitlupe gucken, er weiß schon, er hat was falsch gemacht. Dann kann man dieses Ding auf jeden Fall geben. Es gibt keine Karte, es gibt nur den Elfmeter. Und es ist halt einfach unglücklich für Newcastle, dass Laporte gegen Fabbrini da in der Schussbewegung so hingeht. Dementsprechend gibt es den Strafschuss und einen Wechsel. Fabbrini, der gerade noch den Elfmeter rausgeholt hatte, ging raus. Und Rolando Ahrens, der ehemalige McPie quasi, kam in die Partie. Jetzt heißt es Begovic gegen Dini. Dini ja der Top-Torschütze bisher mit 6 Treffern bei Watford und allgemein auch ein ziemlicher Goalgetter. Dementsprechend mit guten Chancen gegen Asmir Begovic und versucht das natürlich auch direkt. Begovic versucht ihn da so ein bisschen aus der Ruhe zu bringen, zeigt an, ich springe nach rechts. Tut er auch, aber Dini schießt nach links. 1:1, 68. Minute. Der Ausgleich für den Außenseiter war aber auch verdient, denn sie spielten einen richtig guten Fußball in St. James' Park und dementsprechend musste man sagen, der Aufsteiger war hier das bessere Team und hatte den Punkt zumindest zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen verdient. Die Fans natürlich aus dem Häuschen gegen die Meister, so eine Performance hätte man eventuell nicht erwartet. Allerdings ging es danach so ein bisschen den Bach runter. Newcastle brachte nämlich direkt Dean de Jong für mehr offensive Qualität und Watford hatte nur noch eine Chance in dieser Partie über Castellani, der hier den Ball bekommt. Der versucht es und verzieht knapp. Das wäre die Führung gewesen für Watford. So bleibt es beim 1:1 und Newcastle kam weiter nach vorne. Die bauten jetzt einen richtigen Druck auf über Marco Reus, der das klasse macht mit seinem Tempo. Remy ist da, aber der Franzose hat einfach momentan nicht das Quäntchen Glück, um sein Tor zu erzielen. Das wurmt ihn selber. Er muss mal wieder treffen, sagt er selber auch. Aber momentan läuft das nicht so wirklich. 81. Minute Freistoß für Newcastle über Marco Reus. 30 Meter. Für ihn ja normalerweise kein Problem. Hier auch nicht. Dalo mit einer klasse Parade. Weiterhin 1:1. Der Druck wurde aber, wie man hier sehen kann, immer größer. Niang über außen. 84. Minute. Setzt sich da klasse durch. Wie schon vor dem 1:0. Setzt den Ball auf Chambers. Chambers auf Cabella. Das kennen wir irgendwo. Herr Cabella im 16er. 2:1. 85. Spielminute. Newcastle führt er erneut. Und Cabella nach seiner Verletzung. Er kommt wieder richtig in Fahrt. Der Doppelpack vom Franzosen. Wunderbar gespielt von der Offensivabteilung der Magpies. Er macht das klasse gegen Extrand. Der
Abschluss ist wunderbar, Dalot chancenlos und dementsprechend die Führung für Newcastle United. Remy versucht es dann nochmal in der 90. Minute, setzt sich hier klasse durch gegen Ekstrand und nur der Abschluss, ja, der passt dann einfach nicht. Der Franzose trifft momentan nicht, wird trotzdem gelobt von Sim de Jong und im Endeffekt war es auch egal, denn das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt also mit 2:1 nach Ewigkeit mal wieder einen Sieg gegen ein, ja, doch sehr starkes Watford, dass ich einen Punkt verdient gehabt hätte, aber so ist der Fußball. Er ist nicht immer fair. Für die Toons, für die Fans von Newcastle, war das natürlich trotzdem gar kein Problem, denn die konnten feiern. 2:1 Heimsieg von Newcastle gegen Watford. Damit haben wir jetzt endlich mal wieder einen Sieg eingefahren, das wurde auch langsam Zeit. Ja, ich denke mal, das war in Ordnung. Arsenal spielt währenddessen nur 1:1 gegen Crystal Palace, Liverpool gewinnt 2:1 gegen QPR und soweit ich das gesehen habe, hat Man U unentschieden gespielt. Hier sind wieder ein paar Bildfehler, das tut mir leid, das liegt an der Elgato, ich kann da nicht viel für. Aber ich denke mal, das ist doch ganz ordentlich und damit kann man auf jeden Fall leben. Wir spielen in der nächsten Partie, beziehungsweise in der nächsten Episode dann im Capital One Cup Viertelfinale gegen den FC Liverpool. Wird eine interessante Partie. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.